Hey Kinders, was geht bei euch ab? Willkommen zurück zu Far Cry 5. Wir wollen jetzt den Arcade-Modus testen. Der ist jetzt freigeschaltet, dadurch, dass wir so weit in der Story sind, können wir hier diesen Arcade-Modus wechseln, spielen. In den Modus wechseln. Far Cry Arcade. Münze einwerfen. Oh yes! Wow. Direkt Overflow an Informationen. Waffenkleidung, Silberbarren, die man sich kaufen kann oder was. Wir haben auch hier unsere Dollar aus dem Spiel. Es gibt hier irgendwelche Dollar oder Barren. Wahrscheinlich kann man sich eins von beiden verdienen, also im Spiel, ohne dass man sich dafür Geld irgendwo hinladen muss. Arcade hält Solo Coop. Arcade hält Multiplayer Card Website, Ubisoft Club Herausforderung. Und da gibt es noch Spiele Solo Coop, Spiele Multiplayer, meine Lieblingsmaps. Okay. Ich drücke einfach mal jetzt auf Solo, weil ich jetzt gerade alleine bin. Also das macht am meisten Sinn. Das sind einfach irgendwelche Level, die wahrscheinlich von Menschen schon erstellt wurden, oder? Kann das sein? Ich mache jetzt auf Außenposten. Ah ja, Urheber Trans Anime Girls. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das ein Entwickler ist. Dann drücke ich einfach mal drauf. Keine Gesundheitsregeneration. Ich meine, das sind so kleine Missionen, die man sich dann selbst zusammenstellt. Also es gibt einen ziemlich geilen Map-Editor, den gab es früher schon bei Far Cry, den gibt es jetzt hier wohl auch. Agent. Ich nehme jetzt mal Agent. Außenposten. Okay. Außenposten. Wir müssen irgendwie einen Außenposten befreien. Und haben hier ein Boot. Okay. Aber da hinten sieht aus wie nichts. Aber das Ding. Wir können auch direkt damit fahren. Aber wir müssen. Doch, da hinten sehe ich ja rote Punkte. Ah jo, da steht ja schon. Alles klar. Ich weiß nicht, warum hier ein Boot steht. Was ist das? Achso, nur eine Takelage zum Hochklettern. Ich dachte, da wäre irgendwas. Nun ja. Da oben steht auch schon jemand, oder? Gut, die Map ist jetzt etwas leer, aber die ist halt eben auch von normalen Menschen gemacht. Das ist schon mal cool, dass man sich hier eigene Herausforderungen bauen kann. Aha. Da ist ja gar kein Charlie dran. Oh Gott, so viele rote Punkte. Denkt dann, wir haben keine Gesundheitsregeneration. Das könnte echt... Oh oh. Beach. Können wir hier irgendwas machen? Körper bewegen? Können wir seine Waffe aufheben? Hey, der hat doch gerade eben eine... Falsch. Oh no. Oh! Oh shit, 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 Leute. Keine Gesundheitsregeneration, denkt dran. Oh no. Verstärkung? Nee, was für eine Verstärkung? Das ist nicht gut. Shit. Der Gegner hat Verstärkung gerufen. Na super. In einem Spiel, in dem wir uns scheinbar doch regenerieren können. Ich will jetzt keine andere Pistole. Bin mit der echt zufrieden. Ist doch super. Molly, nice. Wir haben auch Rauchgranaten. Okay. Rauch geht raus! Wow! Ah, da kommt einer mit einer Machete? Ah jo. Der verriegelt hat eine Machete. Oh Gott, ich treffe nicht und er ist sau schnell. Habt ihr gesehen, wie der gerannt ist? Aber ich sehe ihn durchgehend auf dem Radar. Das macht mir die Sache natürlich schon etwas einfacher. Das ist eine Frau. Shit. Hallo, Lurch. Aha. Ja, das finde ich gar nicht so übel. Also, das ist schon eine coole Sache. Vor allem, wenn man sich halt dann einfach selbst irgendwelche Herausforderungen machen kann. Da vorne ist auch ein Jeep. Ich versuche es jetzt einfach voll da reinzurennen und alle umzumachen. Ich gehe jetzt in dieses Haus rein. Halt. Schnell. Entdeckung. Ah, der ist da oben. Ein Scharfschütze. Haha. Getötete Gegner 7 von 24. Oh, oh, oh. Oh, da ist ein Scharfschütze. What the fuck? Ich dachte kurz, da ist so eine Mine oder sowas. Wer hat mich jetzt hier... Oh. Nee, du siehst mich nicht. Ich bin hinter dir. Oh, shit. Oh, fuck. Alter, er rennt mir einfach mit dem Ding hinterher. Mit dem. Vielleicht kommt noch jemand einfach so hier reingelaufen. Bin ich bereit für einen... Takedown! Boah, voll das hübsche Mädchen, Alter. Sexy Girl. It's your girl, sexy pretty. Wow! Kommt durch alle nacheinander hier rein. Wo ist der mich hier gerade sieht? Ah, der da oben. GGEC. Ha! Oh. Ah! Oh oh.
Das ist schon echt unfair. Kann ich mich jetzt hier heilen? Ich kann mich heilen. Na gut, Gesundheitsregeneration, ganz klar. Ist eben dieser, damit ist diese automatische Regeneration gemeint. Die gibt es ja auch in dem Spiel. Oh, oh, kommt hier jetzt her? Kommt der Klaus? Sicher kommst du, Klaus. Hoppala. Oh, die fressen so hart. Geht's hier, Boy? Oh, vor den Arschschuss. Shit. Er ist davon gestorben. Wegen übermäßigem Durchfall. Okay. muss ich einfach nur alle killen? Also säubern? Aha, Scharfschütze. Aua, aua. Bist du verrückt? Hör auf mich so anzuschreien mit deinem grünen Atem. Weil dann machen wir es einfach alle fertig. Sondereinsatztruppe. Er hat einen Raketenwerfer. Ist ja das Wahnsinns. Hier können wir jetzt zwei davon nehmen, Leute. Jetzt geht's gleich rund. Oh mein Gott, hier gibt es gerade so coole, coole Waffen. Ja, nice. Ja, nice. Leute. Oha. Okay, wir haben alles Mögliche am Start. Sehr schön. Dann müssen wir die eigentlich easy ummachen können. Wo ist denn der, der uns angeblich andauernd sieht? Neben dem Haus, oder was? Ich gehe mit der Uzi rein. Hallo. Hey. Ist. Das ist bestimmt edel, wenn man sich dann gegenseitig so eine richtig überkrasse Herausforderung baut und die dann bestehen muss. Zusammen oder alleine. Oh Leute, das ist echt geil. Ah, Schrotflinte. Ach so, eine Schrotflinte ist auch recht lecker, ne? Aber ich will jetzt auch nicht zwingend spielen. Mit der Uzi einfach einen Headshot gelandet. Komm, wir haben es gleich, wir haben es gleich. Ach ja? Aha. Bist du tot? Ja. Ich komme jetzt hoch. I got. Wow. I'm gonna fuck you hard. So, wo ist die? Da, kann ich da hoch? Kann ich nicht. Aber ich muss da eigentlich hoch können. Hallo. Wie sie da liegt. Die sieht echt schick aus. Das sind richtig schicke Girls am Start. Kurz gefistet, weiter geht's. Und der Scharfschützenkönig ist der Letzte. Pass mal auf. Dem gebe ich jetzt mit einem Raketenwerfer ins Gesicht. So. Sobald ich irgendwie Sicht auf ihn habe, futtert er. Richtig in die Fresse gesmackt. Oh mein Gott, das war echt edel. Boah, Kartfortschritt. Da bekommt man die Dollar. Ey Leute, ist das cool. Mit den Dollar kannst du dir dann... Warte. Hat mir jetzt gar nicht so gut gefallen. Ich überspringe die Bewertung, weil ich gar nicht weiß, ob es bessere gibt. Aber ich fand das jetzt gar nicht so gut. Das war ziemlich leer und naja. Zurück zu Arcade. Wie cool. Ja. Wirklich beenden. Warte, du bist... Moment. Ich will kurz gucken, ob das jetzt hier... Wo stehen jetzt diese Dollar, die ich habe? Ich habe doch eben... Meint ihr damit diese Dollar, die hier stehen? Die richtigen? Also die aus dem Spiel? Weil es ist ja optimal. Man braucht einfach nur zu spielen und kann sich hier ultra coole Dinger freischalten. Also richtig, richtig schicke Geräte. Guck dich die Teile mal an. Alter, die hat sogar Skin. Du Modem. Ey, krass. Vielleicht auch so eine Redline oder. Wow! Cooler Kram. Achtung, Dragonlock. Ey, das ist ja richtig nice. Multiplayer, ich denke, man kann einfach zusammen queuen. Hier kann man Maps durchsuchen. Ah, okay. Es gibt schon so viele Sachen. Ich bin gerade durchgescrollt aus Versehen. Das geht dann automatisch durch. Okay. Man kann, wie gesagt, auch selbst Maps machen. Richtig geil. Ich drücke jetzt mal noch auf Card Held. Arcade Held. Weiter zum Arcade Held. Es gibt so viele Maps in der Arcade, die noch nicht gespielt wurden. Bist du wagemutig? Dann leg los, spiele wahllos irgendwelche Karten und bewerte sie. Verdoppelt die Anzahl der Punkte. Ah. Das heißt einfach nur, dass ich das mache, was ich gerade eben auch gemacht habe, nur eben random. Ich gehe rum,
spiele alles und bewerte die Sachen dann. Okay, dann werde ich jetzt auf jeden Fall auch bewerten. Die sieht von dem Bild her schon, oder auf dem Bild schon mal etwas besser aus, finde ich. Wir nehmen Mili, what the fuck, die. Ich nehme Assault. Sturmangriff! Ach komm, die ist auf mich zugerannt. Oh, ich erinnere mich, also bei Ding gab es das auch. Bei... ja, beim letzten Far Cry, da hat man halt so Sachen gemacht, dass man dann, dass ultra viele Leute einfach angelaufen kommen, aber scheinbar sind die da unten alle am Start. Was hab ich noch für Waffen da? Die hier. 17 Leute töten, gar kein Problem. Für mich, für den haarigen Udo. Pass mal auf, wie ich die weghassel. Und zwar in 3, 2, hallo. Hallo? Was? Alter, er ist verrückt, er ist verrückt. Er nimmt den Raketenwerfer und gibt mir damit. Ich glaube, er hat sich nur erschreckt, ne? Nein. Oh nein, das wollte ich nicht. Nein, nein. Nein, 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 nein. Also die Map gefällt mir jetzt schon direkt besser. Alter, darf ich vielleicht bitte meine gescheite Waffe haben? Um hier auch ein bisschen zu dominieren. Dankeschön. Er lässt sich hier reinfallen. Drecksack. Oh, die ist hart, ne? Hier muss man Takedown, oder was? Wow! Okay, nur noch 6. Man kann sogar einen Heli nehmen. Oh, fuck. Oh, oh. Ich hab kein Ding, ne? Hinter mir ist ein Scharfschütze. Ich bin geliefert, Leute. Ich bin so geliefert. Hier ist doch Regeneration. Nice. Bitte nicht an den Tank schießen, der vorne steht. Oh Gott! Scheiße, das ist krass. Komm her. Jeder muss gar nichts, du Dödel. Und der Scharfschütze soll ja nicht so krass rumballern. Wo ist der Raketenwerfer, Dummbatz? Ich will den Heli haben. Ich will sofort den Heli haben. Kann ich da hoch? Na, ich denke, der steht einfach nur zur Zierde da. Aber wenn er hier unten wäre, könnten wir ihn auch fliegen. Richtig cool. Da freue ich mich auch schon in der Kampagne drauf, auf die solche Sachen. Ich hätte es halt noch hin und mache die beiden down. Mit dem Truck könnten wir auch fahren, aber den habe ich jetzt schon so gedödelt. So. Kacke. Könnt ihr mal bitte die überkrasse Sachen liegen lassen? Bam! Schädelhals penetriert. Okay, das ist auch richtig, richtig geil. Da werde ich jetzt mal schön reinwursten. Lass mal kurz gucken. Wir haben $200 bekommen. Kriege ich die nur, wenn ich hier was mache? Ja, gefällt mir. Habe ich schon ausgewählt. Die Zeit muss ablaufen. Okay. Noch eine Map spielen. Zurück zur Arcade, ja. Jetzt will ich doch mal sehen, haben wir jetzt Dollar? Wir müssen jetzt über 1000 haben. Haben wir nicht. Wo gehen diese Dollar rein? Wisst ihr, was ich meine? Die Dollar, die ich da am Ende bekomme, wo stehen die? Naja. Überbauen. Aha, aha. Okay, hier haben wir schon mal gesehen, was man sich da einiges auch einkaufen kann. Benachrichtigung, bitte. Benachrichtigung, ich will nur zurück in die Ding. Ja. Achso, das zählt als Benachrichtigung. Das war schon mal ziemlich cool. Ich werde euch auch in einem gesonderten Video den Multiplayer-Modus zeigen. Aber ja, das war es jetzt soweit erstmal. Arcade kann man sich auf jeden Fall geben, würde ich sagen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.